Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Vorstellung unserer kompakt aktuell Corona-Diktatur, wie unsere Freiheit stirbt. Kommt rechtzeitig raus zur Verlängerung des Lockdowns, so wie vielten eigentlich, fragt man sich, Sie wollen das ausdehnen bis zum Get-No und es wird erst aufhören, wenn wir, das Volk, damit Schluss machen. Als ich diesen Gesetzestext bearbeitet habe und für den Abdruck vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass da noch Dinge drinstehen, wo man wirklich das Gruseln kriegt, was uns noch bevorstehen könnte, ohne dass am Gesetz irgendwas geändert wird. Ja? Zum Beispiel steht da drin, wir sind im Paragraph 5, Bundesgesundheitsminister kann die Schließung von Produktionsstätten anordnen. Oder er kann anordnen, dass Grundstücke, Räume, Anlagen und Einrichtungen sowie Verkehrsmittel von Beauftragten des Staates jederzeit betreten werden können. Oder er kann die Vernichtung von Gegenständen anordnen, wenn die Viren verseucht sind. Oder, sehr wichtig, er kann Teile der Bevölkerung zu Schutzimpfungen verpflichten. Ja, das wird ja immer ausgeschlossen, es gibt keine Impfpflicht, aber da steht das Gegenteil drin. Wurde noch nicht gemacht, aber Krankenschwestern, vorsichtig, es kann euch als Erste treffen. Es steht in Paragraph 35, Paragraph 25, jemand, der krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig ist. Also schon diese Formulierung, ja, verdächtig, ja. Der kann verpflichtet werden und es gibt kein Widerspruchsrecht zur Blutentnahme und zu Abstrichen aller Art, um ihn sozusagen zu untersuchen. Auch im Gesetz steht drin, wir haben ja diese berühmten Schwellenwerte 50 auf 100.000 und 35 auf 100.000, mit denen wir jetzt eingesperrt werden, ist natürlich auch unwissenschaftliches Zeug, aber da steht sogar drin, selbst bei Unterschreitung des genannten Schwellenwertes können Schutzmaßnahmen aufrechterhalten werden. Also es nützt uns gar nichts, wenn wir uns da weiter plagen und ja keinen Fuß vor die Tür setzen. Die können das weiter durchziehen und sich auf dieses Gesetz berufen. Ganz besonders kriminell ist natürlich die Absonderung. Das heißt, Kranke, Krankheitsverdächtige oder Ansteckungsverdächtige können zwangsweise durch Unterbringung in einem abgeschlossenen Krankenhaus oder in einer sonstigen geeigneten Einrichtung isoliert werden. Das passiert ja schon. Ja? Ich glaube, 8 Bundesländer haben ja diese Corona-Gefängnisse schon errichtet. Da sind schon Leute drin. Ja? Und es kann auch die berufliche Tätigkeit ganz oder teilweise untersagt werden. Also da ist wirklich ein Ermächtigungsgesetz vorgelegt worden, das noch gar nicht ganz ausgeschöpft wurde und wo uns einiges blühen kann.